Alles im externen Rechnungswesen hat eine rechtliche Grundlage. Zusammengestellt habe ich die im November 2015. Die dürften allerdings noch aktuell sein. Als erstes hatten wir die Umbuchung in zweifelhafte Forderungen. Dem liegt das Prinzip der Vorsicht zugrunde und weil Forderungen Umlaufvermögen sind, gilt auch das strenge Niederstwertprinzip. Beides im HGB niedergelegt. Nochmal zur Erinnerung: Anlass für die Umbuchung in zweifelhafte Forderungen sind die Unsicherheit, ob und wenn ja, wann die Forderung beglichen wird und in welcher Höhe. Also, wir haben zwar eine vage Ahnung, dass die wahrscheinlich nicht bezahlt wird, und dann können wir sie aus den einwandfreien Forderungen herausnehmen. Dann die Einzelwertberichtigung. Das ist einmal das Prinzip der Vorsicht. Paragraphen habe ich hier oben. Das strenge Niederstwertprinzip, auch Paragraph da oben. Und der Grundsatz der Einzelbewertung, der in einem Paragraphen davor im HGB niedergelegt wurde. Wann machte man das? Wenn man ziemlich konkrete Anhaltspunkte hat, in welcher Höhe die Forderung verloren ist. Dann darf man die Einzelwertberichtigung machen. Braucht euch für Klausuren nicht zu interessieren. Da steht konkret drin, wenn ihr Einzelwert berichtigen sollt, beziehungsweise wann ihr berichtigen sollt. Ich habe euch ja eine solch verschachtelte Aufgabe gezeigt. Da müsst ihr selber entscheiden, ob Einzelwert berichtigt wird oder Pauschalwert berichtigt. So, Pauschalwertberichtigung, ganz klar, dem liegt das Prinzip der Vorsicht zugrunde. Und der Anlass sind Erfahrungswerte aus den Jahren zuvor und die vorsichtige kaufmännische Abschätzung. Ja, und die Tatsache, dass die Umsatzsteuerkorrektur erst dann stattfindet, wenn alles ganz konkret ist, nämlich bei der Abschreibung. Also ihr dürft erst eine Forderung abschreiben, wenn ihr genau wisst, in welcher Höhe sie ausfällt. So, und dann erst dürft ihr die Umsatzsteuerkorrektur vornehmen. Und dem liegt der Paragraph 17 Umsatzsteuergesetz zugrunde. Ja, und Anlass ist, wenn die Forderung wirklich uneinbringlich ist, also wenn es ganz konkret wird. Also man kann sagen, von oben nach unten werden die Anhaltspunkte immer konkreter, bis zur hundertprozentigen Sicherheit. So, das war meine Zusammenfassung der rechtlichen Grundlagen und gleichzeitig ein kleiner Überblick, was wir in diesem Kurs gemacht haben.